Hier ist Radio China International. Radio China International, die Nachrichten. Beijing. Im Rahmen des 18. chinesisch-russischen Ministerpräsidententreffens hat Chinas Staatspräsident Xi Jinping am Dienstag in Beijing den russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medvedev getroffen. Dabei sagte Xi Jinping, als befreundete Nachbarländer und Partner sollten China und Russland ihre umfassende strategische Kooperation ausbauen und gemeinsame Entwicklung und Aufschwung verwirklichen.